Autos aus mehr als 100 Jahren flitzen über eine Rennstrecke, die sich rund um das Goodwood House im Süden Englands windet. Die Besucher kommen aus der ganzen Welt, darunter Starmusiker Nick Mason, der privat ein Faible für schnelle Autos hat. Oder Profimotorsportler wie Nico Rosberg. Es ist das erste Mal, dass ich jetzt wieder nach England komme als Weltmeister. Und deswegen ist es sehr schön, halt alle wieder zu sehen hier und so. Und es ist sowieso ein riesen Event hier. Ja. Tolle Autos, tolle Leute, eine große Feier für den Motorsport. Dieses Ambiente nutzt die italienische Sportwagenmarke Ferrari als Bühne, um ihren 70. Geburtstag zu zelebrieren. Sammler aus der ganzen Welt haben ihre schönsten Ferraris aus 7 Jahrzehnten nach Goodwood gebracht. Sie verbindet eine fast religiöse Verehrung der Marke, deren Logo ein steigendes Pferd ist. Es ist fast wie eine Droge. Und je länger du dich damit beschäftigst, desto abhängiger wirst du. Ich bin natürlich nicht ganz objektiv, aber ich denke, es ist der Traum eines jeden Sammlers, die Garage voll zu haben mit Ferraris. Seinen Ferrari 365 GTB Baujahr 1971 hat James Cottingham mitgebracht. Er ist immer auf der Suche nach wertvollen Modellen. In Goodwood entdeckt selbst er Autos, die er noch nie gesehen hat, wie dieses von 1993. Viele wichtige Kunden wollten von Ferrari einen F40 in Rennversion. Und so ist dieses Auto entstanden. Vom F40 Le Mans wurden nicht einmal 20 Stück gebaut. Toll, den zu sehen. Er ist wirklich rar. Auch der allererste Ferrari ist auf dem Festival dabei. 1947 ist er im italienischen Maranello gebaut worden, unter der Regie von Enzo Ferrari. Er liebte den Motorsport und baute viele Rennwagen. Auch die Autos, die er für die Straße konstruierte, waren allesamt ziemlich sportlich. Ich hatte das Glück, Enzo zu kennen. Ich bin 1,5 Jahre für ihn Rennen gefahren. Andere verstecken sich hinter ihren Vorständen und Direktoren. Aber bei Ferrari, da gab es einfach nur Enzo. Ein Höhepunkt an diesem Wochenende. Vor dem Herrenhaus wird eine Skulptur eingeweiht, auf deren Spitze natürlich ein Ferrari thront. Goodwood-Gastgeber Lord March hat sie seinem Freund Bernie Ecclestone gewidmet, der die Formel 1 zur erfolgreichsten Motorsportserie der Welt aufgebaut hat. Die Formel 1 und auch das Festival sind mit der Marke eng verbunden. Schon in den 50er Jahren sind hier Ferraris Rennen gefahren. Bereits mein Großvater hat sie hierher eingeladen. Bernie Ecclestone entdeckt auf dem südenglischen Gut seine Liebe zu Oldtimern. Es ist schön, diese Autos zu sehen und wie gut sie erhalten sind. Und tatsächlich, einige Modelle hier wirken auch noch nach Jahrzehnten wie neu. Ein solcher Ferrari von 1962 wird heute für rund 40 Millionen Euro gehandelt. Der 250 GTO ist das wertvollste Straßenauto, das in Serie gebaut wurde. Und es ist das Modell, das man sofort mit Ferrari assoziiert. Nick Mason ist der stolze Besitzer dieses GTO. Dass die Ferraris auf dem Oldtimer-Markt die höchsten und stabilsten Preise erzielen, liegt vor allem an ihrem Image, das auch durch ihre prominenten Besitzer aufpoliert wird. Das Auto ist eine Rarität. Es ist so wie eine einzigartige Fender-Gitarre oder eine Violine von Stradivari. Es ist ein Werkzeug. Kein Kunstwerk, aber eben ein ganz besonderes Werkzeug. Ein kostspieliges Werkzeug, das Sammlerherzen höher schlagen lässt und dessen Marktwert durch den Auftritt beim Goodwood Festival of Speed so ganz nebenbei noch einmal gestiegen ist.